das außer darf du. Ich gegen dich verwenden. Wieso? Du hast angefangen, hier Gewalttaten auszuführen. Ja, Glückwunsch und? Ich hätte dich auf dich schießen können. Hast du aber nicht. Ich weiß. Du wolltest aber nicht. Nö. Ja, ich schieße um, ich schieße hoch in den Wald. Warte ich mal, weiß, wird Zendo gerade wegen irgendwas gesucht? Nein. Hm. Eigentlich nicht, nö. Dann wirst du aber auch gesucht. Nee, nee. Kann ja sein, du hast auf Leute geschossen oder so. Nein. So, ich werde dich jetzt frei machen. Wenn du wieder irgendwelche Scheiße machst, knallt Chiam dich ab. Bereit, Chiam? Vielleicht. Geh lieber ein Stückchen weg. Nicht, dass er mit seinen Hufen ausschlägt. Nee, ich glaub, Sento ist brav. Nee. Der nicht. Hm, man kann Diamant nicht essen. Oh mein Gott. Das nein. Das hat er jetzt nicht gesagt. Doch, wenn du ihn auf einmal runterschrücken kannst, vielleicht. So, hallo. Heli ist voll. Le Heli ist le voll. Kannst du ihn bitte umschießen? Nein. Jetzt. Siehst du, da hättest du ihn umschießen müssen. Was hab ich dir jetzt getan? Du Stück Scheiße. Hast recht. Lol. Scheiße. Du hast recht, ich hab dir nichts getan. Lol. Ich entfessel dich und behandle dich mit die ja, danke. Übrigens. Und jetzt soll dich einer niederschlagen und uns ausrauben. Also, das wär's jetzt noch. Also ich lass Tom jetzt so stehen, weil mich lässt du oft genug fesselt stehen. Kannst du mich entfesseln? Ich will den Arsch einfach jetzt abknallen. Diese Fotze. Sammel jetzt fertig erstmal. Erstmal das Geschäftliche. Weil das ist hier, dich jetzt nicht losmacht, das finde ich auch erstaunlich. Dann merkt man auch, was das merke ich mir schon. Dann merkt man, was du für gute Leute um dich herum hast. So, mein Inventory ist jetzt full. Heli ist auch full. Du wolltest mich nicht freimachen, du Arsch. Leute. Ach, nee, Leute. Du hättest mich nur freimachen brauchen. Stattdessen hast du mich liegen lassen. Und ich weiß nicht mehr, wie man Leute umschlägt. Da ist jemand. Ein Hemd ist da das, oder? Jemand, mach mich mal frei. Ja, bin ich gerade dabei. Den kann man auch rauchen. Willst du ernsthaft? Wobei, wir können die Lok bearbeiten, den kommen wir nicht durch den Grenzschutz, wenn da welche sind. Ja, müssen wir doch gar nicht. Ja, müssen wir. Doch, ein Hemd würde ich den gleich mitnehmen verkaufen. Wo ist denn der? Ja, mach's noch offensichtlicher. Wer auch immer da gerade einfach hingerannt ist. Da steht ein fucking Mohawk. Ja, ist irgendwo so verdächtig, ein Mohawk, der hier steht, aber das Niederschlagen, das war vielleicht dann doch. Der hat sich wieder verpisst, oder? Ja, weil, hörst du auf. Ja, der ist weg. Ja, aber da wir eh nicht. Wir könnten am Trader auf den warten, das könnte dann so unsere letzte Aktion sein. Wir schaffen dann den Heli weg, der braucht eh ewig, holen uns ein Auto, fahren dann mit dem Auto dahin. Da werden auch mehrere sein. Wir wollen keine. Wir wollen keine. Ja, ich glaube doch, da waren schon welche, bloß die haben sich nicht für interessiert in dem Moment. Naja, es geht auch schnell, wir parken das Auto irgendwie ein paar Meter daneben. Oh, 10 Dollar! Und rauben den dann aus, wenn er fertig ist, und dann fahren wir einfach schnell weg. Das wird kein Schwein mitkriegen. Hey, müsste der Hermit direkt hinter uns gehen? Da, wo ist denn der? Ach, da hinten, seht ihr ihn? Genau da, wo ich gerade hin ziele. Ja, ich weiß, sehen. Da auf der Straße, jetzt fliegt er nämlich auch wieder ab. Und wo, magst du bitte mal in die richtige Richtung fliegen? Nee, ich will erst gucken, wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Direkt vor uns auf der kleinen Straße da, auf der Sandstraße. An dieser Kreuzung, an einer Vierer da. Hinter diesem kleinen Häuschen. Du, Sushi Lee heißt der. Ist komisch, aber ich sehe den nicht, sorry. Ach da, jetzt hab ich ihn. Links unten von uns, genau. Na gut, lass mal den mal noch in Ruhe. Danke, jetzt hast du ihm richtig Angst gemacht. Ist doch egal. Der kennt nur meinen Namen. Deine Leuchtraketen. Okay, weil du's bist. Okay. Jetzt hab ich nur noch 120. Ja. Ist ja nicht genug. Nee. Du verschießt jedes Mal 24 oder sowas in der Art. Sag ja genau 24, also 5 Mal noch. Die werden doch immer wieder aufgefüllt, oder? Nee, ja, nach jedem. Aus der Garage holt. Garage. 12? Ja, 12. Wollte doch sagen, das sieht 6 pro Seite aus, also würde ich sagen 12. Nee,
24, doch, genau. Ich hatte noch 120, jetzt habe ich 96. Jetzt kann gerne ein Profi von euch ausrechnen, dass es 24 sind. Ne, das waren 25 im Fall. Entschuldigung. Matische Niese. Sorry. Ups. Ups! Wir stürzen. Jessica Semmel, Hilfe, ja klar. Er redet blöd im Chat, ja. Will einen überfallen anscheinend. Und der heißt SKE, nicht SEK. SEK hätte mich gerade gewonnen, wenn der Hilfe ruft. Wobei ist jetzt komisch, dass es das ja auf dem Server nicht gibt, ne? Gibt's Detective, doch. Officer, KSK, die hießen, Hatschen. Die hießen mal SEK und habe ich dann KSK umbenannt, weil es immer zur Verwechslung gekommen ist, weil alle dachten, das ist eine Polizeitruppe. Cool, oder? Steht alles vor. Wahnsinn. Randwissen. Ja. Randgruppenwissen. Genau. Es gibt keinen Notarzt. Ich frage mich, was Notarzt ist. Ist das einfach eins unter Chefärzte und über Scheinlich. Hilfssanitäter-Typ? Ach, wahrscheinlich aus der Ausbildung raus, so eine Art. Ja. Es gibt einen Chefarzt. Wer? Dr. Ele. Ja. Ich will endlich ins TS mit dir. Will Sandy werden. Ach, du willst sie im TS lecken, oder? Ja, das auch. Für Dr. Ele. Ich kann lecken wie Lassie. Das war dein Anspruch für deine Freundin gewesen. Hey du, ich kann genau lecken wie Lassie, hast du Bock? Nee, also es gibt keinen Arzt. Nur Frau Ele ist gerade noch da. Okay. Kein Arzthelfer, kein Notarzt. Medic, ich zahle. Wie viel Autos sind denn hier und Helis? Deinem Leben. Rechts ist ein Heli. Aber der ist wahrscheinlich in Dingsbums. Entweder ja. Vielleicht. Ja, vielleicht, nein. Mal gucken. Wenn hier gleich einer ankommt, wissen wir es. Naja, auffällig ist es ja nicht so, Mark. Nee, aber hinten steht ein Heli, genau. Ich auch nicht kapiere, ich bin der Meinung, diesen kleinen Kasten, den wir rechts über der so leicht über der Tür da haben, dass das doch eine Seilwinde sein müsste. Nach rechts ist die Seilwinde, das habe ich ja gesagt, aber was ist das links? Da geht's ja die ganze Zeit drum. Ja, die willst du mir ja sagen, wir haben zwei links Seilwinden, Eli, oder? Eli, kommt dann. CB Flash Gassen. Ja, der kann kommen. Jetzt lande ich ganz vorsichtig. Achtung, Achtung. Ah. So, alle raus. So, komm mal eben mit, wenn Schirm aus. Also Schirm. Ich würde mir erstmal gerne angucken, wo der Edi landet, aber. Hat jemand zugeschlossen? Ja. Nein. Ich versteck mich ein bisschen und guck mal, wo der, was der Edi so macht. Ich prozess gerade. Kann es sein, dass jeder weggeflogen ist? Ja, kann jawohl. Kann es sein, dass er gelandet ist? So schnell? Ich höre nämlich nicht mehr. Er will sich doch nicht trauen, echt drei Leute zu befolgen, oder? Wieso? Wir stehen alle zusammen. Erstmal das, zwei... Ja, erstens das, zweitens, wenn einer hingeht zu uns und sagt so, Leute, packt euch hin, Waffen nieder, kann der andere sofort das Feuer öffnen. Wir können ihn natürlich dann niederknüppeln. Hey, oder sie kommen in der Überzahl. Es überfallen viele, vier und plus. Sobald einer jetzt sagt, Waffe runter, werde ich den umknallen und mir hier irgendein Versteck suchen. Ja, magst du, wenn du gleich mal fertig bist, mal eben hier mitkommen? Ja, ja, ich komme her. Was gibt's? Ja, so, genau. Hier, das hier hinter dem Kuckloch. Was ist das? Das ist der Treibstofftank. Wirklich? Ja. Okay, ja, dass das denn sein, wenn es, das sieht man. Ja. Aber was ist das hier? Wahrscheinlich war das mal ein Flugzeug und hier waren die Tragflächen. Leute, ich muss mir mal eben, ich habe jetzt hier so private Angelegenheit zu Hause gehabt, eben regeln. Ich setze mich in Heli, pack meins in Heli, wir sehen uns im Heli. Na dann, wir sehen uns im Heli-Center. Geh aus dem Trunk raus! Kannst du schon mal den Motor anmachen? Was? Kannst du schon mal den Motor anmachen? Ich hoffe, der Arsch hat sich jetzt nicht als Copilot, der hat sich als Copilot reingesetzt. Ist AFK und dann Copilot. Sowas brauche ich. Gut. Soll ich mich schon mal reinsetzen, oder? Nee, bleib. Ja, versteck dich einfach ein bisschen.
50%. 60. Wenn der Heli von da hinten. Nein. Okay, ja, dann mach auf und steck ein. Bin fertig. Okay. Was? Ist zu. So, ich nehme wieder raus, was geht von hinten, oder? Ja, ich tue jetzt auch gleich alles rein. Ich werde es auch so lange hauern, bis er dann endlich da ist. Mit seinem privaten Problem. Hat er wahrscheinlich wieder bei Nachbarn überfallen oder so. Macht er ständig. Falls die Eltern von Sendokai das gerade hören, er überfällt Nachbarskind. Nimmt ihnen das Schulgeld weg. Und misshandelt sie sexuell. Genau. Dann lässt er sie vom SUV überfahren. Das weiß ich nicht. So lange habe ich nicht zugeguckt. Ach, das war das Video zu groß, was ja, auf YouTube, was 1 Million Klicks hat. To send to one child. nein. Übst die gefährliche Route, du musst. Lord Vitamin ist wieder unterwegs. Nur als Info. Mhm. Sushi Lee. Das war der mit dem Hammett vorhin. Das heißt beim. Beim. Naja, 3700, das heißt, der hat nicht verkauft. Steht er vor den Hemd? Nee. Also ist Lot wieder unterwegs, dass wir landen, das Ding geht schnell, verkaufen alles und hauen ab. Ja. Gut. Er hat Cento hat seins ins Ding gebracht. Der kriegt übrigens keinen Anteil. Wir sagen einfach, wir wurden ausgeraubt. Okay. Und der Jeep ist weg. Der Jeep ist weg, ja. Ich schau jetzt mal, dass ich da ein bisschen näher ran kann, aber halt andersrum. Dass der uns nicht in die Front schießen kann, falls wir abhauen. Mhm. Aber auf. Okay, raus. Ich lasse ihn noch laufen, verkaufst du derweil alles? Ja. Da kann man sofort los. Drei, drei übrigens jetzt. Okay. Aber warum kann ich nicht in den Tank? Ja, mach. Immer hier die Heli auf volle Drehzahl halten, ne? Ja, aber ich glaube verkauft, weil du die Nachbarskinder ausgeraubt hast. Ich hab deine Eltern TS mitgehört? Nee, oder? Schade. Fertig? Ja. Ich starte jetzt. Warte. Ja, bin drin. Ja, der braucht immer ein paar Sekunden, bis er abhebt. Okay, wir haben das Visa safe gekriegt. So. Wir können jetzt gucken, wo der Hemd ist, wenn ihr Lust habt, wenn wir das Geld dann weggelegt haben. Stimmt, ja. Ich fliege jetzt mal zum Rebell-Outpost, dann gucken wir mal. Ich frage mich, ob er die Runde überhaupt noch schafft. Ne, der Hemd ist vorher überfallen worden von dem, der hier erschossen wurde. Von dem, der hier überfallen hat die ganze Zeit. Der Lord Vitamin. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was mit dem Hemd ist. Vielleicht kann man den ja sichern, dass man den Typen rausschießt und den Hemd wiedergibt oder so. Nachdem das Geld weggebracht wurde, natürlich. Weil Sushi Lee liegt gerade im Sterben, den kann man bestimmt noch retten. Oder warum? Nee, der gefällt uns. Obwohl wir sind zu dritt, auch wenn es der Lord Vitamin. Aber wir landen schnell, geben das Geld ab. 68.666. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mehr wie eben. Ja, weil es hier zu ein bisschen hochgegangen ist. Er fliegt da weg. Vanillebär. Wow. Wie fliegt denn der? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen.
Und da kommt noch ein anderer. Ne, das ist ein Vogel. Ein Vogel. Ein Vogel. Yeah. Du hast einen Vogel. Das kannst du nicht beurteilen. Ja. Scheiß Blöden rechts. Weil ich jetzt erlebt habe? Doch. Nee. Ich bin ein netter Mensch, der in den richtigen Situationen ernst ist. Das Falsche sagt. Toll, ich schaff danke, das, Juli. Ich schaff das. Juli nervt mich gerade. Wer nervt dich? Juli forever. Ach, oder ich Juli. Letzter Schließer? Oder ich, auch wenn ich nicht letzter bin. Du bist das Letzte, du musst auch abschließen. Das zählt auch. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Runde wollen oder ob wir jetzt mal gucken, ob wir dem einen Typen helfen können. Der ist solo. Der ist solo. System. Pause. Yes. So, ich bin jetzt, hab ich heute Gewinn gemacht. Ja, ich habe heute 224.000 Gewinn gemacht. Ich habe etwa 100.000 Gewinn gemacht. Ich überlege mich gerade, den niederzuschlagen. Nee. Ich hoffe, dich zeigt dafür jemand an. Du kannst nicht einfach mal Leute umhauen. Eben. Nee, ja. Nee, du bist eben ja auch kein Mensch. Von daher darf ich dich einfach so umhauen. Geil. Ja, lass mich draußen. Nee, ich hab aufgeschlossen und es war so wieder der Einsteigbug, deswegen bin ich Pilot. Ja, gerade sagen. Hat er mich automatisch Pilot geswitcht. Also ich fliege jetzt mal zu dem Trail, zu der Main. Ich weiß nicht, was sagt die Uhr? Lohnt sich noch eine Runde oder eher nicht? 17, 20, eine Runde sollten wir noch locker jetzt schaffen. Wir jetzt haben eine Runde in ca. 25 Minuten gebraucht und 25 Minuten. Ja, ich muss mir auch noch das Auto kaufen, vergiss das nicht. Das vom Treibstoff her rechts locker. Ne, oben ist kein Donator. Na gut, wenn man sollten wir auftragen locker. Wenn wir jetzt keine Scheiße machen, dann sind jetzt vielleicht. Da musst du nach dem Prozess haben, eben hochfliegen zu DP6. Ja, wieso? Wir machen die Tour. Achso, dann. Was? Hä? Da ist ja kein Donator schon. Ja. Mit DP6? Mhm. Wo ist denn das? Über Antwira. Doch, das stimmt, da ist ein Donator. Ach da, okay. Ja. Mach mal die Tour, dann fliege ich da hoch und dann wird das auf jeden Fall offline gehen. Beziehungsweise aber müssen wir auch noch weil die haben doch da überfallen gerade. Ja, oder? Deswegen will ich ja gerade gucken, aber hier ist weit und breit kein Fahrzeug, also gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Hemd unterwegs überfallen hat, das kann ja auch sein, an der Grenze zum Beispiel. Doch rechts ist eins, ich gehe da mal gucken. Ah, da ist eins. Ein Semmek, okay. Was ist da rechts? Kann das jemand sehen? Und ein Hemd ist auch noch da. Da auch? Das dritte Mal heute? Ja, genau. Also da ist ein Hemd. Ja. Das heißt, ich lasse euch raus und ihr geht mal gucken. Ich glaube, der Samak gehört Vanillebär. Ja, aber der Hemd, der wurde überfallen. Ja, genau. Ich fliege hier mal langsam drüber und hier guck mal, wie Leute sehen. Gerade oben bei dem Haus. Hier kann ich nicht, also ich sehe nur. Ich sehe gerade nichts. Also. Nee, ich sehe gerade wirklich nichts. Ich sehe die Leute, aber sie wollen nicht in den Kühlkomplex. Wo sind Leute? Vor den LKWs. Also. Stimmt, also Zirkumflex kriege ich die nicht. So, ich würde ja hier oben landen, wenn das okay ist. Bei unten ist ja kein Platz mehr. Kannst du machen. Danke. Bei Florian, Bürger Florian ist dort. Mehr sehe ich nicht. So, bin gelandet dann. Letzte schließt zu. Auf Schlussmodus und ich gehe links rum. Unlock, 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 sag mal wie... Schaffst du es? Ich hab doch schon zugeschlossen, Alter. Kommt noch einer mit links lang, weil das ist das Haus. Und einer Mitte, ja. Oder rechts, ist mir egal. Ich glaub, ich komm hinter dir. Also ich komm hinter dir, genau. Ich geh erstmal zu der Bushaltestelle und dann in das Haus. Na gut, eigentlich komm ich jetzt direkt von der Mitte, wenn ihr, weil ihr beide seid links von mir. Na, wir geben dir von hier oben Deckung, falls du. Oh, ist denn hier? Ich werd ein Teufel tun. Ein Teufel tun. Hier ist keiner. Christus, ja, Jesus. Jesus ist hier drin. Oh mein Gott, Jesus. Jesus ist immer Jesus mit seiner Maria ist da drin. Oh mein Gott, ich kann da nicht hinkommen. Oh mein Gott. Sie begehen Sünde.
Da ist ein schnelles Auto im Quad unterwegs, es ist ja mehr als verdächtig. Die Passagiere scheinen aber nicht bewaffnet zu sein. Die Fahrzeuge sind ohne Besitzer. Sushi Lee kommt da gerade an, ich glaube, die holen ihre Fahrzeuge, die wurden ja ausgeraubt. Also redet Sushi ihr mit denen? Gehört der Hammett, ja. Was ist mit dem passiert? Oh, er hatte doch ein Hammett, der Typ. Hallo. Oh fuck, falscher Chat, sorry. Hallo. 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 Aber du hattest doch gerade ein Hammett, Sushi. Aber du hattest doch gerade ein Hammett, Sushi. Haben wir vorher gesehen? Haben wir vorher gesehen. Was musst du ihm drum, wenn es nicht deiner ist, würde ich den jetzt knacken und wegfahren. Jo, ich hab Lockpicks mit. Also, nee, die waren. Ich hab einen. Mohawk oder in dem anderen Heli waren welche? Müsst wenn die im anderen Heli drin waren, sind sie da noch drin. Ich hab einen, hab ich dabei. Also, ich könnte. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Müsst ihr jetzt wissen, ob das Ding aber wir sind beide. Der ist unbewaffnet, glaube ich. Ja. Und ich weiß nicht, wo der andere hin verschwunden ist. Vielleicht wurde er nur mitgenommen. Ich hab den eh immer im Auge. Den anderen? Den Sushili habe ich eh immer im Auge, sobald er eine Waffe zieht. Wie schlägt man einen nieder? Shift C. G. Nee. Shift C ist scheiße. Shift G. Okay. Du kannst ihn aber auch direkt erschießen, wenn er eine Waffe zieht. Oh, also drohst ihn vorher. Ich höre ein Fahrzeug. Der sucht irgendwas, was hat denn der? Fahrzeug kommt aus 50 Richtung. Das klingt nach einem Quad. Ich geh gucken. Der steht. Irgendwas höre ich, ja. Kenny XP oder so heißt der. Der fährt gerade mit Vollgas weg. Vielleicht fährt er ja an. Ich glaube, das war sein Kumpel, der hat ihm ein bisschen Leitschutz gegeben, ne? Mein Leitschutz. Wir tun wir nichts. Keine Sorge. Aber hier wurde so viel überfallen, da müssen wir ein bisschen nachschauen. Ach, hat sein Kumpel gerade Angst bekommen, okay. Nee, hier sitzt ja noch einer. Ach, hier sitzt noch einer. Nein, hier sitzt noch mal so viel. Jetzt kommt er wieder her. Ich verstehe den Typ nicht. Vielleicht scoutet er. So überhaupt ist failed, Gott sei Dank. Tim wurde getötet. Oh. Alter, what the fuck? Schirm deine Brust. Was? Die ist knallrot. Meine Brust ist knallrot. Der Quadfahrer kommt wieder, ist das sein Kumpel oder? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich hab 69 Leben. Hallo? Ist dieser Kenny dein Kumpel, weil der die ganze Zeit mit dem Quad hier rumfährt? Da liegt übrigens noch Geld, oder? Nee, glaube ich nicht. Also die Koffer, ja, aber ich krieg die nicht ins Visier zum Aufheben. Der hatte okay. Doch vorher den Hammett, das war doch seiner. Der Sushi Libby gehört nicht. Ja, der ist vorher mit dem Hammett gefahren, wie wir drüber geflogen sind. Achso. Ich weiß nicht, was der jetzt hier macht. Vielleicht war der nur gebockt oder so. Ach, der kann nicht reden. Ja. Naja, weil der die ganze Zeit mit dem Quad hier rumfährt, das ist doch ziemlich auffällig. Der hat dort oben gerade geguckt und uns beobachtet. Okay. Dieses RP-mäßige Schreiben. Ja, fällt der Pro. Für sowas müssen wir gleich umschießen. In 30 Minuten kommt Restart, genau. Wollt ihr den jetzt knacken? Ja. Den Hammett? Das, wenn der nichts sagt. Ich meine, der sitzt hier nur drum rum. Weg! Wenn ja. Dann jemand hochgeht, kann der mal gucken, ob noch die Lockpicks oben im Morgs dran sind. Ist nicht. Okay. Wenn einer
Lockpicks in den Hubschrauber getan habe, war so ein Hummingbird. Und der ist weg. Also ich hatte drei, ich hab die aber eigentlich rausgenommen, würde ich sagen. Guck nach, ich hab einen. Na dann probier einfach mal. Ich hab auch einen. Na dann probiert ihr beide. Einfach daneben stehen und die usen, oder? Genau, aber macht hintereinander und macht so, dass es nicht sieht, bitte. Okay. Und ihr wisst, dass ihr dann gesucht werdet, also. Aber ist eh gleich so verresert, also ist egal. Das wäre zu geil. Ihr Lockpick broke. Okay, dann haben wir noch eine Chance. Wenn ich den knack, darfst du den aber fahren. Ich fahr den, kein Problem. Aber dann fliegst du meinen ganz, ganz safe und... Ich weiß, dass ich mit dem auch vorsichtig bin. Ich kann den auch fahren, das ist egal. Ich weiß auch nicht, wo... Nee, ich fahre den nicht. wo steht jetzt unser Mohawk eigentlich? Im Berg hoch, direkt und aus der Richtung, wo ich komme. Ah Gott. Stier, bitte. Ich hoffe, du kriegst das jetzt hin, das wäre zu geil. Wenn wir dann vor seinen Augen mit dem Ding wegfahren. Und dann wird er es wahrscheinlich so schreiben. Also unser Mann, ist unser Helmet. Aber ich glaube nicht, dass... Ah, fuck! Ja, scheiße. Ich würde auch sagen, du? Nach Sofia. Genau. Was machst du jetzt eigentlich hier so? Uns beobachten, rumsitzen, den Sonnenuntergang genießen. Schreibt er? Ja, er schreibt. Mal gucken was. Ja, so, okay. Ah, okay, ja, du bist sehr gesprächig. Also, den beklaue ich jetzt, ja. Morg ist voll. Okay. Ich bin doch genug weit wegen... weit weg, 20%. What the fuck? Ist er vielleicht offen? Hat da schon mal jemand geguckt, so spaßeshalber? Offen ist er nicht, ne. Der andere auch nicht? Oh, Offen? Nein, ich liebe die Halluzination. Was? Ich hab noch 20% Wasser und du kriegst richtig geile LSD-Effekte. So und im Inventar bei dem? Ne, geht ja nicht. Na gut, dann würde ich wenn du jetzt fliegst und ihr macht die Runde, dann setzt du mich in Sofia ab, ich hol mir dort einen Quad. Fahr hier her und lockt das Ding. Du wirst echt mit dem Quad hoch und runter fahren, sonst lass uns das noch im Morgen machen. Achso, dass wir einen schnell in Sofia absetzen. Ja. Dass du dich in Sofia absetzt, neben Sofia, neben Mark Dande, doch genau. Sofia. Und dich dann wieder mitnehmen. Entweder gehst du mit Robes beim Händler runter, du springst zum Händler mit dem Falltum, weil dann hast du keinen Platz mehr für Lockpicks. Na, ihr setzt mich dann einfach wieder hier ab und ich lockpick das Ding, ich nehme 10 Stück mit. Ja. Und dann... Setzt du denn als Passagier rein, damit ich Robes mache oder aber soll was bringt ich mir das? Bis zum Job komme ich eh nicht in der Zeit. Das wäre total sinnvoll. Weil ihr wisst, dass ich noch hier unten bin und sammle, ne? Ja, ich müsste auch eigentlich noch eben runter gucken. Ja, das Problem ist halt, das ist übelst weit weg, das sind ziemlich genau 15 Kilometer, das schaffe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es gerade ist, aber... Es ist halt... Nicht in einer halben Stunde. Niemals. Noch halb. Ich kann nicht Hauptstraße, na gut, Hauptstraße vielleicht, aber... Dauert trotzdem ewig.